Yo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnell und super leichten Platin mit dem neuen Spiel von Nostra Games, Cola Riders. Das Spiel kostet 1,99 €, gibt es für PS4 und PS5. Kein Cross-Buy, allerdings unterstützt das Ganze Cross-Save. Das bedeutet, ihr spielt auf jeden Fall zuerst die PS4-Version, damit wir dann im Anschluss bei der PS5-Version lediglich die Speicherdaten rüberziehen müssen und dann innerhalb einer Sekunde die Platin haben, liebe Leute. Und auch hier gibt es wieder die Möglichkeit auf 8-mal Platin, wenn ihr euch das Ganze noch in Asien, Japan und US-Store kauft. Das Ganze dauert hier roundabout so 6 Minuten, 6 bis 7 Minuten. Wir müssen hier insgesamt, ich glaube 13 Level sind das, wo wir abschließen müssen. Und 2800 Münzen insgesamt sammeln müssen. Das Ganze ist eigentlich, wie gesagt, hier wieder total easy, total entspannt. Macht auch ein bisschen Spaß, wir müssen hier ein bisschen Cola-Flaschen einsammeln. Ist halt gut dann für am Ende die Coins. Ja, man verkauft die dann, sag ich jetzt einfach mal. Und das Ganze ist wieder so eine Art One-Stick-Game. Das heißt, ihr braucht hier lediglich den linken Analogstick und natürlich klar der X-Button, um zu bestätigen, damit das nächste Level losgeht. Aber ansonsten hier einfach nur mit dem linken Analogstick lenken. Hier diese weißen Mentos-Dinger da. Wenn ihr die einsammelt, dann habt ihr hier immer schön Jetpack-Move am Start. Vor dem Wasser solltet ihr euch natürlich fernhalten. Fällt ihr ins Wasser, fängt das Level wieder von vorne an. Es sei denn, ihr habt hier ein Jetpack und stürzt dann ins Wasser. Ja. Das, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, geht aber nur eine ganz kurze Zeit. Ja. Also das heißt, wenn ihr mit dem Jetpack relativ am Rand des Wassers landet, habt ihr immer noch die Möglichkeit, schnell an Land zu gehen. Dann stirbt er nicht. Bei mir war es jetzt halt relativ mittig. Dadurch hat er es halt nicht mehr geschafft. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, stirbt er halt im Wasser. Ja, ansonsten, ihr müsst nicht immer zwingend Erster werden. Es ist natürlich gut, weil es dann am Ende wieder, wenn man Erster wird, so einen Multiplikator gibt. Und durch diesen Multiplikator könnt ihr euch natürlich die Coins ein bisschen verdoppeln, vervierfachen, dreifachen, ne? Das ist halt der Vorteil, wenn man Platz 1 wird. Ja, hier sind wir jetzt, da ich glaube, mal 4 gelandet. Dadurch erhöht sich die Coinzahl. Ne? Dann habt ihr schneller die Coins zusammen, die ihr eigentlich braucht für die Platin. Sollten die Coins am Ende noch fehlen, wenn ihr alle Level abgeschlossen habt, die für die Trophäen relevant sind, dann müsst ihr halt nochmal das ein oder andere, müsst ihr halt noch ein bisschen weiterspielen, ja? Bis ihr halt die Coins beisammen habt. Ansonsten, wie gesagt, ist das Ganze weg später super easy, super spaßig. Lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Jetzt hier sind wir auf mal 5, ja. Und dementsprechend haben wir hier auch schon gleich die erreichte Coinzahl. Jetzt fehlen noch 200 Coins. 2800 müssen es insgesamt sein. Und dann, wie gesagt, halt hier ganz entspannt noch die Level abschließen. Jetzt bin ich zum Beispiel am Rand gelandet, habt ihr gesehen, dann klettert der noch ganz schnell da hoch. Ne? Wo kommt denn der her? Geh weg. Ha! Habt ihr gesehen, wie ich mich noch vor ihn geschlängelt habe? So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Coins zusammen, die wir brauchen. Da haben wir schon 65%. Und jetzt heißt es hier eigentlich nur noch spielen bis zur Platin. Ja, ist eigentlich wieder eine ganz lustige Idee, ne? Hier so Cola-Flaschen einzusammeln, dann hier so die Mentos. Ich finde die Idee super geil, wenn man mal bedenkt, ne? Man kennt das ja, was passiert, wenn Mentos in die Cola kommt. Batsch macht's dann, ne? Dann schäumt das und spritzt da rum. Und das haben sie halt hier umgesetzt als Jetpack. Ich finde es halt einfach mega, mega geil gemacht. So. Und dann aus solchen kleinen Ideen halt, ja, ein kleines Game zu produzieren, finde ich halt super nice. Also wie gesagt, ich persönlich feiere Nostra Games. So, wieder Erster, nächste Trophy, Speedster Supreme, 91%. Das heißt, wir müssen hier noch ein Level, glaube ich, müsste das dann jetzt noch sein. Und dann haben wir hier schon die
nächste Platin am Start. Weg, das ist mein Mentos. So. Marathon Master 100% und da ist die begehrte Platin Ultimate Cola Collector. So, dann gehen wir hier raus, liebe Leute. Wir gehen dann hier in die PS5-Version rein. Aber wie gesagt, ich denke mal, das Prozedere ist eigentlich klar, aber ich zeig's dann meistens doch gerne noch am Ende. Dann haben wir hier Cross-Save stehen. Da hier einfach drauf. Das Ganze hier bestätigen. Und wie gesagt, hier bei Nostra Games, die machen das alles ein bisschen anders. Muss man das Spiel verlassen. Schließen. Dann wieder rein und dann kommen erst die Trophäen. So, das ist die erste, das ist die letzte Platin. Und damit war's das, liebe Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo, da würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und Servus.